Boah. Will der was? Komm schon! Nein, das war so knapp gewesen! Der hatte vielleicht nur noch 10% Leben gehabt. So, willkommen meine lieben Freunde, zurück hier mit mir zusammen bei Elex. Und ich merke gerade, ich habe das Fenster offen gelassen. Ich hoffe, das ist nicht zu laut. Ansonsten werde ich es im Nachhinein bemerken und mich dann aufregen. Aber dennoch nicht nochmal einen neuen Part aufnehmen. So krank bin ich nicht. Okay, schauen wir doch mal nach. Was haben wir denn noch so für Aufgaben? Sehr schön. Gut. Aufbruch zu den Ragnar will seinen Gegner besser... Okay, nee, das machen wir noch nicht. Gefährten, ein Krieger der Berserker. Möglicherweise eine gute Verstärkung. Komm. Wollen wir sonst mal mit Duras reden? Ich würde schon sagen, ne? Reden wir doch mal mit Duras. Wie sieht's aus, Flüchtling? Du findest dich offensichtlich schon gut zurecht. Brauchst du meine Hilfe? Was hast du anzubieten? Ich bin mir noch nicht sicher. Ich bin mir noch nicht sicher. Wir können voneinander profitieren. Ich habe einen ziemlich miesen Auftrag von Warlord Ragnar erhalten. Ein Mord ist hier geschehen und mir hat Ragnar aufgebrummt, den Mörder zu finden. Und du willst, dass ich dir bei deiner Mördersuche helfe? Eine Hand wäscht die andere. Ah ja, noch eine Sache. Einige Separatisten sind im Umland von Goliath gesehen worden. Die Separatisten sind unseren Feinden auf jeden Fall am nächsten. Es sind immer noch Alps, auch wenn sie nicht mehr der Direktive der Alps folgen. Diese Terroristen verstecken sich und operieren aus dem Hinterhalt. Also pass besser auf, wenn du mal einem von ihnen begegnest. Die haben wir doch schon gesehen. Ich glaube, das sind die, die uns gerade kaputt geschlagen haben. Vor ein, zwei Parts. Okay, helfen wir ihm da mal, den Mord aufzuklären. Hast du schon einen Verdacht? Warlord Ragnar vermutet, dass es einer aus Goliath war. Und wenn das so ist, dann muss es jemand sein, der sich außerhalb der Stadt gut auskennt. Für Ragnar kommen da nur 5 Kandidaten in Frage. Er schrieb sie mir auf eine Liste. Keine Ahnung, warum gerade diese 5. Ragnar wird seine Gründe dafür haben. Okay. Wer wurde ermordet? Sein Name war Askor. Er war ein Berserker. 3 Monate lang wurde er vermisst, bis Warlord Ragnar ihn im tiefen Wald vor Goliath fand. Vor etwa einer Woche war Ragnar auf einem seiner Kontrollgänge. Da sah er Askors Leiche, niedergestreckt mit einem Schwert. Kein schöner Anblick. So kann's kommen. Okay. Ich finde den Mörder. Das hört sich sehr zuversichtlich an. Dann kann ja nichts mehr schiefgehen. Pass auf, wir machen das so. Du wirst mit den Verdächtigen sprechen. Ich halte mich im Hintergrund. Faule Socke, du! Okay. Zahn um Zahn. Okay. Wer sind die Verdächtigen? Der erste auf der Liste ist Barin. Ein ziemlich fauler Drückeberger. Solange ihn keiner treibt, verbringt er seine Zeit am liebsten mit Faulenzen im Wald. Der zweite ist Torgal, ein Bär von einem Mann. Er hält sich meist im Land Abesser auf. Geron hat sich erst kürzlich von uns abgewendet und macht sein eigenes Ding draußen im Wald. Sehr verdächtig, wenn du mich fragst. Zuletzt sind da noch Iodor und Rock. Iodor kennen wir ja. Der eine ein Neuzugang, der andere noch nicht ganz trocken hinter den Ohren. Sie sind allesamt immer viel unterwegs. Es wird nicht leicht, sie zu finden. Iodor weiß ich, wo er ist. Okay. Du kommst nicht mit? Ich kann hier gerade nicht weg. Die erste Befragung wirst du alleine machen müssen. Nun denn. Aber dann gehört mein Schwert ganz dir. Also gut. Wir haben einen Auftrag bekommen von Duras. Einen Mord. Einen Mord aufzuklären.
Der Berserker Duros scheint ein vielversprechender Gewalt... Ah ja, genau, das kennen wir ja schon. Zahn und Zahn, der Berserker Askor ist ermordet worden. Ich soll Duros dabei helfen, die Mörder zu finden. Er erhielt den Auftrag von seinem Warlord Ragnar. Okay. Sag mal, sind... Nee. Da ist nur der Auftraggeber. Ah ja, genau, hier die Befragung durchführen. Jetzt gucken wir nochmal. Ne, die sind immer noch nicht markiert. Oh, wie mühsam. Ich glaube, ich muss einfach nochmal mit dem reden vielleicht. Wie sieht deine Strategie aus? Nun, zuerst müsste man sie fragen, wo sie zur Tatzeit waren. Und dann... Keine Ahnung. Ich lass mir was einfallen. Da habe ich keinen Zweifel. Mit dem Kopf durch die Wand, meine lieben Freunde. Hier, Indizienbeweise. Jetzt habe ich den Auftrag erhalten. Wie steht es mit um deine Kampfkraft? Okay, das lassen wir noch. Gut. Schauen wir nochmal jetzt hier. Indizienbeweise. Jetzt haben wir es. Und da haben wir auch die Namen. Jetzt können wir uns die vielleicht auch anzeigen. Ja, endlich. Oha. Die anderen sind ja da oben. Das ist ja ein ganz schönes Stück, du. Gut. Ja, easy. Fangen wir an, ne? Ist cool, dann kommen wir jetzt ein bisschen raus in die Wildnis. Finde ich jetzt sogar ziemlich cool, den Auftrag. Schließen, genau. So. Mit X können wir das machen. So. Dann fangen wir doch mal an, ne? Begeben wir uns auf den Weg in die Wildnis. Wir mit unserem guten alten Bogen. Wir nennen ihn Kasper. Kasper ist geschnitzt aus guter alter Eiche. Also gut. Oh, da haben wir noch mehr. Immer schön die Pflanzen aufsammeln, meine Leute. Glaubt mir, das lohnt sich. Das gibt allein schon nur wegen Geld. Es lohnt sich allein schon nur wegen Geld. Wow. Oh, was haben wir denn hier gefunden? Interessant. Eine Ratte. Weg. Oh, hier haben wir eine Leiche. Die tote Wache. Okay. Der wurde wahrscheinlich ermordet. Das könnte ein neuer Auftrag dann sein später. Nehme ich mal an. Aber darum kümmern wir uns nachher. Erstmal haben wir den Auftrag von Duras bekommen, ihm beim Mord zu helfen. Dafür gehen wir jetzt in Richtung Süden. Oh, wir können sogar im Flug schießen. Das finde ich halt auch mega geil, ne? Guck. Haha, geil. Also. Sind Feinde denn hier? Noch nicht unbedingt. Wir sind noch sicher. Oh, wir sind nicht mehr sicher. Was meint ihr? Ist der stark? Unhold. Ah, das ist so ein Unhold. Interessant. Nee, aber den schaffen wir nicht. Müssen wir gar nicht probieren. Oh, was haben wir denn da hinten? Ein Steinkreis. Ein Ritual. Ah, den kennen wir auch schon. Genau. Hauptsache Brause liegt hier hinten rum. Metallschrott. Wo es so aussah, als wäre einer hingerichtet worden. Eine Öllampe. Großer Mana-Trank. Okay. Auf durch die Pampa. So. Ich habe auch überlegt, die Parts jetzt ein klein wenig länger zu machen. Immer so 25 Minuten. Also ich probiere immer durchschnittlich jetzt 25 Minuten, sonst hat es ja immer sehr stark variiert. Und genau. Zigaretten. Und damit wir auch ein bisschen hier mal weiterkommen. Oh, wir sind schon da. Sehr schön. Hier wäre der Erste. Hey du, du schreckst mir die ganzen Viecher auf. Du bist wohl nicht oft in der freien Natur unterwegs, was? Nö. Warum interessiert dich das? Warum interessiert dich das? Ich will nur wissen, ob du mir in die Quere kommst. Das hier ist mein Jagdrevier.
Solange du mir meine Beute nicht abspenstig machen willst, betrachte ich dich als meinen Gast. Und wenn ich es mir recht überlege, können wir vielleicht sogar voneinander profitieren. Natürlich nur, sofern dich meine Waren interessieren und du bereit bist, sie gegen ein paar Splitter einzutauschen. Zeig mir, was du hast. Zeig mir, was du hast. Was hat denn der so? Zeig mal an Waffen. Oh, ein Kriegsschwert. Vorhin, das ist mega stark. Meine Werte passen zwar noch nicht, aber ich kaufe das jetzt trotzdem. Okay. Und auch wieder Pfeile. Einfacher Holzpfeil. Jo, ich kaufe halt trotzdem noch ein paar, ne? Oh, ich habe nicht mehr Geld für noch mehr Pfeile. Egal. Verkaufen. Das Beil. Und eine rostige Axt. Ja, den Rest lassen wir jetzt erstmal noch. Das machen wir später. Jetzt müssen wir aber trotzdem mit dem reden. Du bist Jäger. Du bist Jäger? Natürlich. Was sollte ich sonst hier draußen? Aber wenn dich die Berserker geschickt haben, Geron geht nicht wieder zurück in die Stadt. Warum nicht? Ein Leben unter dem Schutzmantel von Goliath ist ungefährlicher, aber hier bin ich mein eigener Herr. Also, was ist jetzt? Bist du nur hier, um zu quatschen? Ein Berserker wurde ermordet. Ein Berserker wurde ermordet. Ach, wen hat es denn erwischt? Sein Name war Askor. Kennst du ihn? Sein Name war Askor. Kanntest du ihn? Askor? Du meinst diesen intellektuellen Schnösel? Ja, den kenne ich. Nur weil er lesen konnte, hat er uns einfache Leute immer behandelt wie Dreck. Der alte Warlord Ragnar hat ihm alles durchgehen lassen, als ich noch in der Stadt war. Ragnars Liebling, sag ich dir. Dem geht man besser aus dem Weg. Aber er ist tot, sagst du, ja? Naja, auch gut. Wann warst du das letzte Mal in der Gegend von Goliath? Ich bin schon seit Wochen nicht mehr dort gewesen. Wie viele Wochen genau? Etwa vor 2 Monaten. Okay. Du bist recht stark für dein Alter. Immer an der frischen Luft. Das weckt Kräfte und Geron bleibt gesund. Okay. Womit jagst du eigentlich? Wahrscheinlich mit dem Bogen. Es gibt nur eine einzig wahre Waffe für die Jagd. Der Bogen. Alles andere gehört in die Schlachterei, aber nicht ins Jagdrevier. Okay. Ich hab genug gehört. Hey, verhörst du mich hier etwa? Ja, aber du kannst der Mörder von Askor nicht gewesen sein. Ach ja? Und wie kommst du darauf jetzt so plötzlich? Du benutzt deinen Bogen. Askor wurde mit dem Schwert getötet. Ja, wow. Aha. Na dann. Er hat ja trotzdem lass gefälligst diese Schwert dämliche Fragerei. Klar? Gut. Der war es schon mal nicht gewesen. Dann würde ich vorschlagen, begeben wir uns gerade zum nächsten. Und der ist hier unten. Richtung Westen. Haben wir hier nicht mal ein paar Gegner, mit denen wir uns hier anlegen können? Ich frage mich, ob die, da haben wir was. Oh, Leute. Okay, nicht schlimm. Es wurde ja gerade abgespeichert danach. Es kann doch nicht sein, dass wir so schwach sind. Ja, ich frage mich, was das da unten links ist. Aber, ich weiß doch nicht mal, wie man das wechseln kann. Das sind ja unterschiedliche Schüsse. Egal. Das Vieh bringe ich um, ist mir egal. Das schaffe ich. Man muss nur ein bisschen geübter sein mit dem Umgang. Wo ist denn das? Hier. Boah, das war knapp.
Oh, verdammt! Wie kann das denn so stark sein? Nee, das lege ich um. Ist mir scheißegal. Das lege ich um. So. Nochmal probieren. Oh, das gibt's doch nicht! Wo ist das Vieh? Oh. Oh, nee! Gib mir die Axt. Keine Chance. Muss ich hoch? Nein! Ich hoffe, das kann mich nicht... Oh, was ist denn das? Ey, das ist zu stark. Ja, okay, easy, Leute. Wir lassen das vielleicht doch lieber. Spuckt das da einfach mit so Scheiße auf mich. Also, das umgehen wir. Ist okay, komm. Ey, wie krass muss man denn hier trainieren, bis man mal so Gegner hier besiegen kann? Klar, die Kleinen, die schaffe ich relativ einfach inzwischen, aber... Aber das ist halt schon hart, ne? Okay, haben wir wieder ein verlassenes Gebäude. Oh, wir waren hier. Ich glaube, wir waren hier schon mal. Verschlossen. Oh, wie können wir... Bitte, okay. Und woher soll ich den Code wissen? Das war nichts. Ja, okay, gut, lassen wir das erstmal noch. Wow! Dieses Mistvieh! Komm schon. Oh, weg hier. Ist doch nicht. So. Wo geht's weiter? Sind wir richtig? Wir sind richtig. Mana-Pflanze erhalten? Tipptopp. Genau, ich frage mich, wenn wir so Monster umbringen, ob die mit der Zeit wieder nachspawnen oder ob die jetzt dann auch wegbleiben auf der Karte. Das interessiert mich noch. Ja, die gehen, die sind einfach hier. Sehr schön. So gefällt mir das. Oh, die geben aber auch 5 Erfahrungen. Als würde ich so eine kleine Ratte töten. Tut mir leid. Also man muss hier echt Aufträge erledigen. Ansonsten kommst du hier nicht weit. Ah, in dem Haus waren wir schon mal gewesen. In dem da hinten waren wir noch nicht. Na gut, okay. Oh, wir sind da. Sehr schön. Ich frage mich, ob ich das umbringen kann, das Vieh hier. Oh, es kann aber auch sein, dass dem die Hühner gehören und dass der uns dann angreift. Also lassen wir das mal lieber. Fürs Erste. So. Tun wir mal die nächste Befragung durchführen hier. Der ist gerade am Pissen. Oh mein Gott, der ist einfach gerade am Pissen hier. Ja, easy, komm, wir sprechen ihn einfach an. Oh. Ich glaube, das funktioniert nicht so lange. Ah, egal, okay. Ah, mit denen haben wir schon mal geredet. Das ist doch dieser Iodor. Was weißt du über den Mord an Askor? Was weißt du über den Mord an Askor? Ah, nicht sehr viel. Ich bin die meiste Zeit hier draußen. Oh, tut mir leid, ich bin gerade. Da muss ich gerade schnell antworten. So. Du trägst ein Schwert. Du trägst ein Schwert. Klar, wie die meisten von uns. Mhm. Wie gut kanntest du Askor? Wie gut kanntest du Askor? Eigentlich gar nicht. Wir Setzer hier draußen haben mit den anderen nicht viel zu tun.
Weißt du, wo sie Askors Leiche gefunden haben? Weißt du, wo sie Askors Leiche gefunden haben? Irgendwo im Wald, hörte ich, oder? Was hast du denn noch gehört? In der besagten Nacht soll einer der Setzlinge verschwunden sein. Die Aufzucht eines Setzlings war Bestandteil der Prüfung. Er war für uns hier draußen bestimmt. Er kam aber niemals bei uns an. Ich gehe davon aus, dass er gestohlen wurde oder sowas. Aber was da genau passiert ist, frag mich nicht. Okay. Das heißt, du warst auch zur Tatzeit hier. Das heißt, du warst auch zur Tatzeit hier. Ich war schon seit Monaten nicht mehr in der Stadt. Wann ist der Mord denn genau passiert? Vor 3 Monaten. Kann sein, dass ich... Um ehrlich zu sein, weiß ich es gar nicht mehr. Ihr Setzer seid auf euch allein gestellt? Die meiste Zeit schon. Aber was will man machen? Die Krieger verteidigen oft lieber die Stadt, als uns Setzer hier draußen zu beschützen. Wäre schon toll, wenn sich die schweren Jungs hier mal öfter blicken lassen würden. Denn wenn nachts die Biester kommen, bleibt uns meist nur die Flucht. Du kannst der Mörder nicht sein. Interessant. Sehr schön. Wie kommst du jetzt darauf? Du hast nicht die Körner für sowas. Du meinst... Du bist nicht stark genug, um einen gestandenen Berserker mit einem Schwert niederzustrecken. Da hast du wahrscheinlich recht. Sehr schön. Wir sind Level up. Das finde ich natürlich auch mega gut. Geschicklichkeit. Geschicklichkeit gibt deine Agilität und Gewendigkeit wieder. Sie erhöht den Fernkampfschaden und ermöglicht dir, bestimmte Gegenstände zu benutzen. Machen wir das doch. Bisschen Fernkraftschaden. So. Ah, ne, warte mal. Ah, habe ich jetzt verteilt? Ah, ne, habe ich nicht, oder? Oder? Doch, habe ich. Verdammt. Ich wollte gucken wegen dem Schwert. Stärke und Geschicklichkeit. Ah, ne, braucht aber auch Geschicklichkeit. Ne, dann passt das. Dann haben wir ja gut geskillt. So. Die Punkte haben wir vergeben. Und der nächste wäre hier oben. Wir begeben uns langsam auf den Weg. Ich weiß aber nicht, ob die Zeit noch für das reichen wird. Das werden wir. Das wird die Zukunft wird uns das sicher bald mitteilen. Schauen wir mal. Da hinten sind Gegner. Oh, wieder so ein Raptor. Ey, ja, übertreib's. Gerade ein ganzes Rudel. Die ziehen um das Haus da hinten rum. Dann sollten wir da einen kleinen Bogen drum schlagen hier, ne? Hier muss man halt echt aufpassen, wo man langläuft. Am besten immer so ein bisschen auf dem Weg bleiben. So. Ah, immer noch mega geil, die Grafik auch. Echt schön, das Spiel. Ah. Setzerbrot erhalten. Sind wir schon da? Da ist auf jeden Fall... Oh, der... hab ich mir gerade gedacht. Der könnte auch feindlich sein. Oh, der ist 100 Pro feindlich. Und der ist auch ganz schön stark. Wow. Zeig mal her. Die sind zu stark. Der macht einen Schuss, ich bin weg. Wir müssen weg von denen. Oh, das kann doch nicht sein, dass sogar so Banditen viel stärker sind als wir. Wow, war das knapp. Nein, der macht doch einen Schlag und wir sind weg. Lauf. Mein Gott, du dummer Junge. Oh, wir haben keinen... Oh,
Komm schon. Nein! War das knapp. Jetzt aber laufen. Kämpfen die gegeneinander? Komm schon, der ist bald tot. Axt. Boah. Will der was? Komm schon. Nein, das war so knapp gewesen. Der hatte vielleicht noch 10% Leben gehabt. Scheiße. Oh. Ja gut, okay. Easy. Hä? Wo sind wir hier? Bei Iodor. Ja, dann würde ich fast sagen, Leute. Scheiße. Aber tun wir hier sonst erstmal den Part beenden. Ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Wenn ja, dann schaltet auch beim nächsten Part wieder ein. Oder gebt mir einen Daumen nach oben. Und ich wünsche euch sonst noch einen schönen Tag. Haltet die Ohren steif. Und ciao.